Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital. So, wir machen heute nochmal den Schnelldurchlauf. Und morgen versuchen wir dann wieder ein paar Patienten selbst zu übernehmen vielleicht. Denn, ja, so hier klappt es ja anscheinend auch nicht gerade. So, hier, guck. Da wissen wir jetzt endlich, was er hat. Kann Übungen machen. So. Und zwar macht das... Hier. So. Tschüssi. Ja, viel besser klappt das nämlich auch nicht, wenn wir es nicht selbst machen. Stabilisierung. Ja, mein Gott. Wir haben halt keinen Platz in unseren drei Traumazentren. Da kommen immer mehr Patienten für. Ich weiß gar nicht, wie viel ich bräuchte. Ich kann aber nicht noch so ein Ding bauen. Die sind viel zu teuer. Viel zu teuer. Kann sich kein Mensch leisten. Ein so ein Ding über 20.000. So viel Geld machen wir hier nicht. Und so viel Platz haben wir auch nicht. Aha. Eine Beinprellung. Bitteschön. Die Saskia macht das schon. Lange Wartezeiten, ja, ich weiß. Alter, jetzt ist aber gut. Die kollabieren ja alle, was ist da los? Traumazentrum, Traumazentrum. Ich kann jetzt aber keins weiter bauen. Und ich kann nur nicht einfach... Oder kann ich? Moment. Kann ich theoretisch jetzt nur mal gucken. Kann ich dann noch so einen reinbauen? Nee. Okay. Hätte ja sein können. Ne? Hätte ja sein können. Schade. Na, ein zweites Traumazentrum hier unten. Wäre nicht schlecht, aber... Kriegt das mal hin, ne? Könnte man zwar hier machen. Noch, ja. Aber bei dem Preis... Würde das jetzt lange dauern, bis wir uns das leisten können. Diesmal waren es noch 44 Patienten. Aber hier wieder ein bisschen mehr, oder? Ja. Dafür hier deutlich weniger. Der hier kollabiert schön vor sich hin. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Röntgenstorsoß. Ja, ich mache hier über Nacht keine Leute einstellen. Die kosten da nur Geld und bringen nichts. Alter. Also so langsam wird es ja richtig nervig, das Spiel. Du kannst ja nicht mehr die Nacht überspringen. Dann schmeißt doch die alle raus, wenn die kollabieren. Alter, es nervt. Kann ich dazu machen? Damit hier nicht mehr alles aufploppt ständig. Geht einem wirklich sehr auf den Keks. Ich weiß gar nicht, ob hier Patienten sterben können. Jetzt habe ich das noch nicht erlebt, ne? Wir sind dann nur in ein anderes Krankenhaus gekommen. Ja, und schon wieder einer weg. Ja. Kann ich halt nichts machen, wenn... wir nichts haben.
wenn die Patienten ewig lange hier bleiben. Und die in der Nacht untersucht werden wollen. Haltet ein bisschen durch. Geht gleich los. Ja, gleich kommen die Ärzte. Dann geht das voran. Und dadurch, dass die alle kollabieren, schon wieder falsche Diagnose, jetzt ist aber gut. Ach, die Ärzte machen das. Hier, unsere Beste. So, heute wollten wir mal ein Patienten selbst übernehmen wieder. Mal sehen, dass das besser klappt. Ich glaube ja nicht. So, Frank. Rückenschmerzen. Wir machen erstmal die einfachen Sachen, bevor wir da röntgen. So. Ja, guck. Da haben wir schon. Das ging schnell. Sarah, du bist eine gute. Ah, hier haben wir auch schon fertig. Mensch. Halt. Was jetzt, Antibiotika oder? Antibiotika. Entschuldigung. So. Ja, geht jetzt gut voran. Okay, die hat noch nichts. Er kommt dran. Schnell. Abhören. Körperliche Untersuchung. Temperatur. So, das bringt immer was. Ich wollte den in grün. Ja, hallo? So. Na, alle will ich jetzt auch nicht machen. Das ist... ja... hat Probleme, Fieber. Fieber messen wir nochmal, obwohl wir ja schon wissen, dass er Fieber hat. Ist also eigentlich... ja. Ja, machen wir erstmal noch das. Alter Tasten, mal gucken. So, Schluckbeschwerden. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen was rausbekommen aus dem Herrn. Man darf gespannt sein. Ja, da haben wir jetzt bei ihm was. Nagelpilz. Lecker, lecker. Das ist aber was Feines. Pascal. So, du hast auch noch Kopfschmerzen. So. Das kann wieder so einiges sein. Da müssen wir schon mal nicht. Du brauchst Ruhe, mein Freund. Und kriegst Nasenspray. Halt, was war das? Antibiotika. Bitteschön. Nächste bitte, dich haben wir. Den hier, da wissen wir noch gar nichts. So, die hat Rückenschmerzen. Hals abtasten, ja, das wird's bringen. Keine körperliche Untersuchung gerade? Nee, naja. So, bei dir wissen wir noch nicht so ganz, was du hast. Wir machen eine körperliche.
Das macht die Sarah sehr gern. Männer abtasten. So, bei dir. Ja, dann machen wir noch die Probe. Dann wissen wir das, denke ich mal, genau. So. Kann ich gleich schon mal sagen. Der wird gerünscht. Hat gar nicht groß geguckt. Susanne. Skoliose. Machst du ein paar Übungen, ne? Machst du ein paar Übungen. Dann geht das schon. So. Schon wieder eine verloren. Na toll. So ein Mist. Blöde Patienten. Tjo. Wen haben wir noch? Dich. Achso. Dich haben wir schon. Hier. Diese junge Dame hat Ellenbogenschmerzen. Das untersuchen wir mal. Müssen wir auch vielleicht ein MRT machen, oder? Boah, ich wäre für ein MRT. Muss auch genutzt werden. Haben wir nicht umsonst gebaut. So, Nagelpilz. Na bitte. Oh, hier haben wir aber gut eingenommen heute in der Station. Golferellbogen, sag ich doch. Reicht schon. Eisumschlag. Und ein paar Empfehlungen. So. Lass die Leonie zufrieden. Es sitzen gar nicht so viele Leute hier. Mal oben gucken. Auch nicht. Nanu. Nanu, Nana. Die haben noch gar kein Symptom. Da hat sich jetzt aber durch die Befragung schon einiges aufgedeckt. Da wissen wir also schon, was es ist. So. Okay. Das hat sich dann auch schon erledigt. Hat sich auch schon erledigt. So. Der hier. Beinverletzung, Schmerzen. Röntgen. Ganz einfach. Der hat eine Fußballung. Das war falsch, was wir zuerst hatten. Okay. Betäubungssalbe, wo ist die? Hier. Hallo? So. Bitteschön. Hat wieder einer falsch diagnostiziert. Ich weiß nicht. So langsam kommt das Geld auch wieder ein bisschen. Das ist schon mal gut. Wir haben wieder keine 50. Ja, obwohl. Zwei fehlen theoretisch nur noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier, Beinprellung, Betäubungssalbe. Das wäre eine. Der Peter. Wenn es denn noch was wird. So, kriegt wieder noch irgendein Arzt einen hin. Yes, no, vielleicht. Sieht nicht so aus. Doch! Ja! Yeah. Boah! So, das war jetzt dieses Krankenhaus. So, schade eigentlich, dass man da nicht mehr weitermachen kann. Ne? Mit dem Krankenhaus. Hätte ich noch gern. Naja. Obwohl. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, was wäre denn die letzte?
Landeszuschuss. Das sieht eigentlich nach einem coolen Krankenhaus aus. Wir gucken nur mal kurz rein. Wir haben ja noch 5 Minuten. So, das Laden dauert schon 5. Oder? Sound haben wir schon mal. Oder auch nicht. Hey Chef, funktionstüchtiges Krankenhaus, das wir haben. Achso, das funktionstüchtigste Krankenhaus, das wir haben. Okay, manche Dinge müssen wie immer verbessert werden. Wir müssen ebenso zeigen, dass unsere Firma wirklich mehr für die Patienten zu bieten hat als MeDevil Care. Und wir haben einen Weg gefunden. Der Staat möchte in die Firma, in die beste Firma investieren. Mit diesem Zuschuss und unseren Fähigkeiten können wir wirklich einen Unterschied machen. Du hast bereits gezeigt, dass du die Effizienz, ein effizientes Krankenhaus führen und damit Geld verdienen kannst. Dies ist ein Weg, um bei der Förderung auf sich aufmerksam zu machen. Verdiene eine große Menge Geld über einen gewissen Zeitraum. Okay. Der nächste Punkt ist etwas schwieriger, jedoch auch einträglicher. Das ist die Aufrechterhaltung des Ansehens über einen gewissen Zeitraum. Das bedeutet, Patienten und Personal müssen bei Laune gehalten werden, koste es, was es wolle. Der letzte Punkt ist die stationäre Behandlung in allen Abteilungen, sodass wir jede Krankheit und Verletzung behandeln können. Okay, die gute Nachricht, wir müssen nur 2 dieser 3 Punkte erreichen, um erfolgreich zu sein. Am besten steigern wir Einkommen und Ansehen, indem wir mehrere Ereignisse hintereinander abschließen. Jo. Aber sei vorsichtig. Ein Versagen kann das Gegenteil bewirken. Stelle dich diesen Herausforderungen nur, wenn dein Krankenhaus wirklich bereit ist. Wie du dich diesen Herausforderungen stellst, ist deine Sache. Wir wünschen viel Glück und möge der Beste gewinnen. Ja, geil. Okay, oben haben wir einen komplett leeren Bereich. Oh, das sieht aber auch sehr interessant aus. Das ist alles hier schon. So, wir haben hier den Teil. Dann haben wir vermutlich weiter oben die Radiologie hier. Die Intensiv haben wir gar nicht. Wo sind die? Hier. OP ist hier ein bisschen. Hier. Die Innere. Hier oben ist halt komplett frei. Hier ist die Innere. Und die Orthopädie ist hier. Ja, moin. Das ist eigentlich schon ganz nice aufgebaut. Es fehlt jetzt quasi noch die Kardiologie, die wir sogar schon machen könnten. Und die Neurologie. Allerdings brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Räume. Das heißt, als erstes sollte man versuchen, Geld zu machen. Und ich glaube, in diesem Krankenhaus, das ist wirklich groß. Ne, da kommen schon 80 Patienten am Tag. Wir haben ja auch keine Aufgaben, die wir machen müssen. Okay. Wir gucken mal kurz, was hier so reinkommt am Tag. Und was wir für Ausgaben haben. Wenn wir das noch schaffen, ich glaube nicht. Ist ja schon Zeit fast um. Und das ist ja eigentlich schon die letzte Folge. Und ich muss sagen, das hier ist jetzt nicht so spannend, dann. Ja, einfach nur Geld einnehmen. Ansehen steigern. Ja. Pff. Muss jetzt nicht. So, hier unten war, glaube ich, das Anfängliche. Wo sind die ganzen Ärzte? Hier. Haben wir doch aber mehr als 2, oder? Warte, was ist denn das? Aha, sind das alles Traumazentren? Okay. So kann man es also machen. Man muss die Räume nur so ein bisschen einzeln einwählen. Okay. Was hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ärzte. Einer davon, ne, 3 davon sind nicht belegt. Hier kommen aber 80 Patienten am Tag.
dementsprechend sollte man schon noch ein bisschen belegen, ne? So. Ist ja nur so ein Vorschlag. So ein kleiner. Muss man ja nicht annehmen. Ne? So, aber das haben wir uns jetzt angeguckt. Das war's für diese Folge von Project Hospital. Und mal sehen, ob es morgen hiermit weitergeht oder ob was anderes kommt. Lassen wir uns mal überraschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.